Hallo Investoren, hallo Trader. Heute geht es in unserem Format der Aktienscreener um einen unbekannten US-Wert und die Frage, ob hier der Aufwärtstrend nach den Zahlen weiter anhält. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Ihr macht Gewinn und dann kommt die Gier und ihr wollt mehr und mehr. Und je mehr ihr wollt, desto weniger bekommt ihr. Und dann kommt die Angst und dann verkauft ihr. Und wann habt ihr verkauft? Ja, genau, am Tiefpunkt. Wenn es euch so geht, dann kann ich euch zumindest damit beruhigen, dass ihr nicht die Einzigen seid, denen es so geht. James O'Shaughnessy hat das mit folgendem Zitat auf den Punkt gebracht. Angst, Gier und Hoffnung haben mehr Kapital vernichtet als jede Rezession oder Depression, die wir jemals erleiden mussten. Um diesen Gefühlen zu entgehen, untersuchte James O'Shaughnessy als erster empirisch, welche Strategien langfristig am Aktienmarkt zum Erfolg führen. Daraufhin entwickelte er eine Strategie, welche Trendfolge in Form von relativer Stärke und Value Investing mit fundamentalen Kriterien vereint. Ein wichtiges Kriterium ist dabei das Kurs-Umsatz-Verhältnis, das er als Königskriterium einer Value-Investing-Strategie bezeichnet. Wir bei TraderFox haben unsere Interpretation von James O'Shaughnessys Strategie als Template in unserem Tool Aktien-Rankings hinterlegt, um entsprechende Aktien zu finden. Wer sich näher für die Vorgehensweise interessiert, dem empfehle ich einerseits jetzt weiterzuhören und andererseits das Buch What Works on Wall Street. Darin analysiert James O'Shaughnessy über 50 Anlagestrategien wissenschaftlich fundiert über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren. So, und so gehe ich jetzt dabei vor. Ich melde mich bei traderfox.de an, dann klicke ich auf das Tool Aktienrankings, was ich hier schon gemacht habe, gehe auf den Reiter Templates und hier finden wir auch das Tool, wo haben wir es hier, O'Shaughnessy. Dann lade ich das Template, muss ich nicht, denn das habe ich schon gemacht. So, ich gebe hier aber noch ein paar zusätzliche Kriterien ein. Zum einen wähle ich als Universum USA 3000. Dann mache ich bei der Marktkapitalisierung, gebe ich mindestens 150 Millionen US-Dollar ein und beim KUV gebe ich ein maximales KUV von 1,5 aus Sicht einer Periode ein. Dabei ist die Annahme, dass das KUV umso besser ist, je niedriger es ausfällt. Als nächstes gehe ich dann auf Scannen und dann werden wir auch gleich die verbliebenen Aktien angezeigt. Das sind, wie man hier sehen kann, im Moment 94 Stück. Ich gehe jetzt mal hier auf die Tabellenansicht. Was bei diesem am Scan oder Screening im Moment auffällt, ist, dass es zwei Branchen gibt, die sehr stark vertreten sind. Das ist der Kfz-Handel und die Nahrungsmittelbranche. Dies ist auch ein Grund, warum ich mich jetzt heute nicht für ein Unternehmen auf Platz 1, 2 oder 3 entschieden habe, sondern für das Unternehmen auf Platz, Moment, wo haben wir es, auf Platz 19. Die Performance Food Group Company, ein in Deutschland völlig unbekanntes Unternehmen. Weitere Gründe für dieses Unternehmen sind, dass das Unternehmen erst vorgestern Zahlen gebracht hat und dass das Gewinnwachstum in den letzten Jahren sehr stabil war. Dann schauen wir uns doch gleich mal das Unternehmen an. Die Performance Food Group Company ist in der Herstellung, dem Vertrieb und der Belieferung von Lebensmittelprodukten tätig. Dabei liefert das Unternehmen über 150.000 Lebensmittel und lebensmittelbezogene Produkte an mehr als 150.000 Kundenstandorte in den Vereinigten Staaten. Über die drei Geschäftsbereiche Performance Food Service, Vista und PFG Customized, hier sehen wir das schon mal, bedient das Unternehmen mit 73 Distributionszentren einen vielfältigen Kundenkreis. Die Produkte wie tiefgefrorene oder frische Fertiggerichte, Fisch, Fleisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Milchprodukte, Obst, Gemüse, Süßigkeiten und so weiter werden vor allem an Restaurants, Schulen, Krankenhäuser, Hotel, Verkaufsautomaten, Büro-Kaffeeautomaten, Einzelhändler und so weiter verkauft. Hier seht ihr so einen Verkaufsautomaten. Das Unternehmen, das wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richmond, Virginia. Die Marktkapitalisierung, die beträgt
4,61 Milliarden US-Dollar. Die drei Segmente, die sind folgendermaßen gegliedert. Performance Food Service bietet frisch zubereitete Gerichte und Lebensmittel unter zahlreichen Eigenmarken wie Baggio oder Braveheart an. Darüber hinaus können zusätzlich auch Einwegartikel, Reinigungs- und Küchenbedarf innerhalb des Catering Services geliefert werden. Weiterhin werden maßgeschneiderte Servicelösungen, wie zum Beispiel die Lieferung garantiert fangfrischer Fische innerhalb von 24 Stunden individuell an Stückzahl und Zubereitung angeboten. Alle Services werden über leicht zu bedienende Online-Tools zur Verfügung gestellt. Die Umsätze in diesem Bereich, die verbesserten sich in 2018 um 6,2% auf 10,4 Milliarden US-Dollar. PFG Customized bietet Schnittstellen für Frischproduktdistribution, Logistikmanagement, Beschaffungsmanagement und Informationssysteme. So beauftragen zum Beispiel Restaurants mit mehreren Standorten und speziellen Produktanforderungen PFCG mit der Lieferung eines einzigartigen Fleischstücks oder für die Entwicklung eines neuen Liefersystems. Der Umsatz in diesem Bereich, der sank im 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 4,2% auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die Schließung einer Betriebsstätte in Georgia in 2017 zurückzuführen. Vista vertreibt Süßigkeiten, Snacks und Getränke über Automaten und Mikromärkte sowie in Hotels und Kinos. Der Umsatz, der stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11,2% auf 3,3 Milliarden US-Dollar. Dieser Anstieg ist auf ein starkes Umsatzwachstum in den Bereichen Kino, Verkaufsautomaten und Einzelhandel sowie auf die jüngsten Akquisitionen zurückzuführen. Die Umsätze, die setzen sich wie folgt zusammen: Performance Food Service 60%, PFG Customized 21% und Vista 19%. PFG befindet sich in der Branche der Nahrungsmitteldistribution nach Sysco und US Foods auf Platz 3. Zusammen kommen die drei Unternehmen auf einen Marktanteil innerhalb der USA von mehr als 30%. Der Markt, der ist stark fragmentiert, so besteht hier noch viel Konsolidierungsfantasie durch potenzielle Übernahmen. Dass PFCG sein Wachstum durch Übernahmen forciert, das hat es in den letzten Jahren durchaus bewiesen. Allein in diesem Jahr wurden zwei Übernahmen getätigt. Zum einen wurde im März 2019 EB Brown, der größte private Tabak-, Süßwaren- und Convenience-Händler in den USA, übernommen. Zum anderen wurde erst im Juli dieses Jahres die Übernahme des Konkurrenten Reinhardt, dem zweitgrößten privaten Lebensmitteldistributor in den Vereinigten Staaten, bekannt gegeben. In der Abbildung hier ist zu sehen, dass in den letzten Quartalen die Umsätze von PFGC im Vergleich zu den beiden Konkurrenten überproportional angezogen sind. Durch die Übernahmen sollte sich diese Tendenz auch in den nächsten Quartalen fortsetzen. Kommen wir zu den aktuellen Zahlen. Im vierten Quartal, das am 29. Juni 2019 endete, konnte PFCG einen Gewinn von 70 Cent pro Aktie erzielen. Die Analystenschätzungen, die lagen bei 63 Cent und wurden damit um 11% übertroffen. Dies entspricht einer Steigerung von 32% gegenüber dem Ergebnis von 53 Cent pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz, der stieg um 28% auf 5,9 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn wurde, wie der CEO George Helm erklärte, unter anderem von der Vista-Sparte angeführt, in die das kürzlich übernommene Unternehmen EB Brown eingegliedert wurde. Allein EB Brown trug im aktuellen Quartal fast 950 Millionen US-Dollar zum Nettoumsatz bei. George Holm zeigte sich mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr äußerst zufrieden. Er sagte, unser starkes Umsatzwachstum kombiniert mit einem gestiegenen Bruttogewinn pro Kunde führte zu einer Profitabilität am oberen Ende unserer Erwartungen. Unsere Kerngeschäftsfelder lieferten tolle Ergebnisse, angeführt von Vistas zweistelligem EBITDA-Wachstum. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2020 gehen wir davon aus, dass wir mit unseren beiden kürzlich durchgeführten strategischen Akquisitionen gut aufgestellt sind. Wie sind nun die Wachstumsaussichten für das Unternehmen? PFCG ist aufgrund seiner drei unterschiedlichen Segmente breit genug aufgestellt, um potenzielle Marktturbulenzen entgegentreten zu können. Dabei sieht die Unternehmensführung das größte Wachstumspotenzial in weiteren strategischen Übernahmen. Allein durch die Reinhardts-Übernahme wird es aller Voraussicht nach in den kommenden
Jahren zu jährlichen Synergieeffekten von 50 Millionen US-Dollar kommen. Dabei wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Jahr einen Anstieg des bereinigten Gewinns im niedrigen einstelligen Prozentbereich und im dritten Jahr einen Anstieg im zweistelligen Prozentbereich bewirken wird. Durch Reinhardts erhält das Unternehmen Zugang zum mittleren Westen der USA, in dem es bisher noch unterrepräsentiert ist. Außerdem werden die Restaurants von Reinhardts in das Unternehmen eingegliedert, wodurch ein neuer Kundenstamm gewonnen werden kann und sich zudem Cross-Selling-Möglichkeiten eröffnen. Weitere enorme Wachstumschancen sieht das Unternehmen im Bereich E-Commerce, der kontinuierlich ausgebaut wird. Die Strategie des Unternehmens zeichnet sich durch hohe Kundenorientierung aus, welche durch noch gezieltere Kundenbefragungen und neue Technologien weiter ausgebaut werden soll. Eine Herausforderung der Branche liegt in den allgemein sinkenden Margen, welche auf die gestiegenen Transportkosten und die steigenden Löhne zurückzuführen sind. PFGC konnte sich diesem Trend in den letzten Jahren jedoch erfolgreich entziehen. Gehen wir jetzt mal noch ganz kurz auf den CEO ein. Dieser heißt George L. Holm. Er ist seit 2002 CEO des Unternehmens. Bevor er zur Performance Food Group kam, war er CEO in verschiedenen anderen Unternehmen aus der Nahrungsmitteldistributionsbranche und hat in dieser Hinsicht viel Erfahrung. Außerdem war er in leitender Position für Cisco tätig. Im Moment hält er etwa 50.000 Aktien am Unternehmen. Nun schaue ich mir auf dem Aktienterminal von TraderFox noch die Umsatz- und die Gewinnentwicklung an. In den vergangenen 8 Jahren stieg der Umsatz durchschnittlich um knapp 9%, während das EBIT um etwa 25% durchschnittlich zulegen konnte. Dies ist ein gutes Zeichen, das darauf hindeutet, dass das Unternehmen in der Lage ist, auch nachhaltig zu wachsen. Die Nettogewinnmarge, die ist, wie in der Branche üblich, vergleichsweise gering, konnte aber in den letzten Jahren immerhin stetig ausgebaut werden. Das KUV, das ging in den letzten Jahren beständig zurück und ist mit 0,26 extrem niedrig. Der Analystenkonsens, der geht für die kommenden 2 Jahre von einer durchschnittlichen jährlichen Umsatzsteigerung von etwa 14% aus. Ebenso sehen die Analysten beim EPS eine durchschnittliche jährliche Steigerung von etwa 15%. Laut Aussagen des CEO rechnet das Unternehmen für 2020 nur mit einem EPS zwischen 1,92 US-Dollar und 2,04 US-Dollar. Dividenden zahlt das Unternehmen nicht. Der Alle Aktien Qualitätsscore von Jonathan Neuscheller, der vergibt sehr gute 9 von 10 Punkten. Einzig die Verschuldung, die in der Tat bedingt unter anderem durch die Übernahmen relativ hoch ist, fällt hier negativ auf. Dann schaue ich mir noch die Kursentwicklung an. Die Performance Food Group ging 2015 an die Börse und ist somit erst seit 4 Jahren gelistet. Der Ausgabepreis, der lag bei 19 US-Dollar und dabei deutlich unterhalb der veranschlagten Preisspanne von 22 bis 25 US-Dollar. Dabei wurden 14.500.000 Aktien ausgegeben. Seit dem IPO konnte der Kurs um etwa über 120% zulegen. Bedingt durch die letzten Quartalszahlen kam es zu einem kleinen Gap-Up auf ein Allzeithoch und erhöhten Volumen, das allerdings nur sehr schwer verteidigt werden konnte. Nun ist die Aktie in eine Konsolidierungsphase übergegangen. Einer der Gründe, warum ich mich heute nicht für ein Unternehmen auf den vorderen Rängen entschieden habe, ist auch immer, dass ich versuche, Aktien zu besprechen, die ich auch selber kaufen würde. Dies ist hier der Fall. Einen Einstieg würde ich in Betracht ziehen, wenn die Aktie aus der Konsolidierung nach oben ausbricht oder auf der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bei etwa 42 US-Dollar aufsetzt. Wenn man jetzt einen richtig kleinen Crash erwartet, könnte man natürlich auch auf einen Rücksetzer auf den langfristigen Aufwärtstrend bei aktuell ca. 32 US-Dollar spekulieren. Da es sich um eine O'Shaughnessy-Aktie handelt, würde ich auch im Sinne seiner Ausstiegsstrategie agieren. So würde ich verkaufen, wenn die Aktie entweder den langfristigen Aufwärtstrend nach unten durchbricht, das KUV weit über 1,5 steigt oder das Gewinnwachstum in den nächsten 4 Quartalen deutlich nachlässt. Dabei beträgt für ihn die Haltezeit einer Aktie immer mindestens 1 Jahr.
Ich gebe euch noch einen Tipp: Wenn ihr keine Webinaraufzeichnungen und Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren YouTube-Kanal und drückt das Glockensymbol. Damit bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn es von uns ein neues Video gibt. So, nun wünsche ich noch einen schönen Handelstag und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.